Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir befinden uns jetzt hier wieder zurück in Gorhard, nachdem wir in der letzten Folge im Theater des Schicksals waren. Und ja, jetzt sind wir wie gesagt wieder hier in Gorhard. Ich möchte mal gucken, ob ich hier jetzt einen Laden finde. Gasthof von Maret mit Waffe. Anik Aduna ist nicht wie andere Yosalfa, denen ich begegnet bin. Er ist freundlich, ganz anders als seine eiskalten Brüder und Schwestern. Okay. Ich möchte gern... wo konnte man verkaufen? Ich möchte nämlich gerne mal ein bisschen mein Inventar aus... Diese verdammte rote Legion. ...misten. Sehr schön. Alles kaputt machen, wie sich das gehört hier. Ups, das Hühnchen... Einen schönen Tag. ...wollte ich nicht töten. Mit dem habe ich auch schon mal Rücksprache gehalten. War auch im Zuge einer anderen Mission, die ich mal angefangen hatte. Und dann werde ich, glaube ich, mal die Steinkerzenminen aufsuchen. Nee, das interessiert mich alles nicht. Alles schön zerstören, so wie ich das gehört. Haben wir hier irgendwas? Was ist denn das? Gasthof? Nee, Gasthof will ich nicht. Gibt's nichts zu finden. Auch nicht. Der Laden. Genau hier will ich erstmal rein. Dass wir hier erstmal alles zerstört. Bisschen die Idylle. Ist ja auch doof, wenn immer alles hier so... Nee, das möchte ich jetzt gerade gar nicht plündern. Hallo. Konnte man bei der verkaufen? Bestimmt. Ich möchte aber erstmal... Ja. ...mit ihr reden. Kann ich euch helfen? Ja, reparieren. Machen wir alles, bitte. So. Bis dann. Vielen Dank. Diese verdammte rote Legion. Schmiede nutzen? Nein. Kann man bei dir verkaufen, Rika? Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Nee. Verkaufen. Genau, da sind wir doch schon eher. So, steht da auch, was ich gerade irgendwie ausgerüstet habe oder so? Steht natürlich nicht da, was ich... Okay. Essenz des Schicksals? Nein, sowas werde ich nicht verkaufen. Schattenprisma. Sowas kann man verkaufen? Ich verkaufe das jetzt mal. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich ein Buch verkaufe. Das Abenteuer verkaufen wir mal. Habe ich ja auch alles schon... gehabt. Reparaturkit? Nein. Das bringt ja hier alles nichts mehr. So, wollen wir mal von oben nochmal anfangen? So, die Flamme. Ist augenscheinlich ziemlich gut. Das halt nicht so. Aber wird verkauft. Das Lied wird verkauft. So, Feinklingen. So. Langbogen. Der wird behalten erstmal. Schwelender Langbogen. Wie gesagt, den lasse ich mal. Das am besten noch einmal solche. Den Seiki-Schleier, den lasse ich, weil ich nicht weiß, ob ich den vielleicht nochmal brauche. Was ist das? Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich das gerade verkaufe, aber ich tue es trotzdem. So, das lassen wir mal. Das kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Weg. Ich verkauf's trotzdem, ist mir eigentlich egal. Rigide Schuhe ist das, was ich glaube ich gerade hab, ne? Okay. Kaufen. Kann man mit dir irgendwas Geiles kaufen? So richtig was Schönes. Kleidung. Ja, ist alles nicht doll.
Wackerer Ring. Was würde das machen? Ein einfaches Kupferband, das mit Magie getränkt ist, okay. Schwarzer Kohorsch. Rucksack. 7500. Habe ich noch nicht ganz so... Dietrich. Dietrich will ich kaufen. Ich nehme mal alle. Wie gesagt, Rucksack würde ich gerne, aber kann ich mir derzeit leider noch nicht leisten. Um 10. Das ist ja süß. Kommt bald mal wieder. Jo, aber auf jeden Fall hat uns das ein bisschen was gebracht. Zwar jetzt, wie gesagt, nicht viel, aber besser als nichts. So, jetzt muss ich erstmal schnell gucken. Ich würde, wie gesagt, gerne zu den Steinkerzenminen gehen. Genau dahin. Machen wir so. Ist eigentlich Quatsch, aber ich mach's trotzdem. So. Konnte man bei ihr eigentlich auch Tränke kaufen? Nee, ne? Ach, scheiße, wisst ihr was? Ich reiß nochmal zurück. Nämlich nach Gorhard, ja? Ich will nämlich mal gucken bei... Mal Alchemie, war das hier? Ja? Kann man bei ihr vielleicht Tränke kaufen? Zeit ist der entscheidende Faktor. Nie war das zutreffender als jetzt. Einkaufen, genau. Ah, sehr schön. Großer Heiltrank. Ziemlich teuer. Auswählen. Aber ich sag mal, das ist jetzt... Warte mal, ich bin jetzt bei 9, glaube ich, wieder. Wiedersehen. Also super, aber kriegt man tatsächlich hier... Vorräte? Kriegt man tatsächlich hier in diesem Alchemie-Gedöns. Ah. Dann geht's jetzt wieder zur Steinkerzenmine. Oder zu den Steinkerzenminen, so. Okay. Wir gehen hier einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wow. Es sieht auf jeden Fall schon mal wunderschön aus. Wahnsinn. Echt einfach nur wahnsinnig schön. Und dann noch mit den Blumen und sowas hier. Richtig geil. Okay, was ist das hier? Kann man hier rein? Öffne Tür, okay. Kann ich hier mich aber vorher noch irgendwie anderweitig umgucken? Lähmungssporen? Mhm. Okay, gehen wir hier rein. Manchmal sind auf deinem Weg tödliche Fallen versteckt. Halte die Augen nach ihren Auslösemechanismen auf. Offen. Da, ich sehe schon. Kann man die auch irgendwie zerstören oder so? Also, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, diese Falle zu entschärfen, oder? Oder geht das in diesem Spiel nicht? Das kann ja auch sein. Gibt's ja auch öfter mal. Aber wunderschön hier, echt. Richtig hübsch. Was ist das hier? Kann man mit diesem Minenwagen hier was machen? Offenbar nicht. Sieht auch schön aus. Okay, hier kann man weiter. Wollen wir mal gucken. Was ist hier in so einer Höhle drin? Echt jetzt? Wie unglaublich hübsch es einfach mal ist. Gibt es hier irgendwas zu finden? Gibt es hier irgendwas zum Plündern, abgesehen von den Reagenzien? Aua! So, stirb. Ey, du warst doch noch gar nicht tot. Aber jetzt. Nö, nö. Jawohl. Bist du weg? Jawohl.
Die Kobolde waren einmal. Und? Nehmen wir mit. Ist bestimmt irgendwas, was man gut brauchen kann. Ich weiß noch nicht wofür, ob das jetzt für Alchemie ist oder wie auch immer, aber... Dieser Baum, ja. Wie hübsch. Einfach nur wie... Ich meine, guckt euch das doch mal an. Unglaublich schön es einfach nur ist. Ja, öffne Tür, machen wir. Auch das sieht wunderschön aus. So hübsch einfach nur. Und dieser Fackel hier dran. Oh, und hier wieder so farbenfrohe Blumen. Ah, du spinnst wohl, Pissi. Mit dem Eis kann man sich ein bisschen lähmen, wie es mir scheint. Bist du der einzige Gegner hier? Kann man hier noch irgendwas? Nö, okay. So wie sieht's eigentlich aus? Hab ich meine Konsumgüter, sprich die ganzen Sachen ausgerüstet, diese ganzen Heiltränke und so? Ich gehe jetzt erstmal hier lang und guck, was hier ist. Wow, ist das hübsch. Okay, ich gehe erstmal zurück, bevor ich da weitergehe. Einmal nur, um sicher zu gehen, dass ich hier oben nichts auslasse. Das sieht auch geil aus. Was soll ich denn hier jetzt bitte mit meinem Schicksalsding, ja? Lohnt sich doch gar nicht. Und bam! Und nochmal. War's das? Ja, das war's. Was gibt's hier? Nehmen wir alles mit. Okay. Ist hier noch irgendwas Schickes? Wow. Die Farben sind mal wieder richtig geil, aber da hinten sind Gegner, habe ich gesehen, oder? Plündern Minenwagen. Primitiver Stahlhammer. Nehme ich alles mit. Okay, hier kann man Leben sparen. Ich nehme es mal. Cool. Kann ich sogar tatsächlich ernten. Zumindest diese konnte ich. Ich weiß nicht, wie das generell ist. Okay, wartet mal. Ist das, wo ich hier gerade war? Ne, okay, hier geht's auch weiter. Ich gehe erstmal zurück. Ich und meine Entscheidungsfreude, ich weiß, aber ist mir egal. Ne, halt. Hier hoch, ne? Nee. Hä? Moment. Ich und Karten lesen. Passt wieder hervorragend. Nein. Da lang. Okay, warte. Plündern, Minenwagen und? Wie sieht's hiermit aus? Okay, das brauche ich nicht. Wie sieht's hiermit aus? Brauche ich nicht. Den nehmen wir mit. Okay. Schattenprisma nehmen wir dafür dann aber doch mit. Sieht wunderschön aus. Richtig geil. Okay. Eine Truhe. Schwer aufschließen. Soll ich es trotzdem versuchen? Ist wahrscheinlich eher nicht von Glück gesegnet dann. Naja, das lassen wir dann mal lieber. Ich hatte zwar ein paar Dietriche mir gekauft, aber nö, okay, also hat sich dieser Weg insofern gelohnt, dass ich weiß, okay, wir haben jetzt hier eine Sackgasse entdeckt, aber toll. Mann, ey. Ich und mein Glück immer, was sowas angeht. So, und jetzt geht's hier oben weiter, genau. Und da sind nachher Gegner, offenbar einige. Ist aber sehr geil auch gemacht hier. Was sind hier für Gegner? Das sind wieder die Kobolde, wie es aussieht.
Und bam! Wow, hat mich trotzdem noch getroffen. Was zur Hölle? Zack, zack. Boom. Ja, wenn du da irgendwo gegenschmeißt, Kumpel, ist mir das ja egal, was du da machst. Geh weg. Gut, okay. Kann man irgendwas von euch hier plündern? Scheinbar nicht. Und was ist mit dem letzten Genossen von euch hier? Wo ist denn der? Ach, da. Und zack. Und genau. Auch der hinterlässt einfach mal nichts. Wie finde ich das denn? Auch nochmal geerntet. Da gibt's was zum Plündern, wie es scheint. Nö, hier ist nix. Gnomenleiche. Wie sieht's hiermit aus? Wappen, ich weiß gar nicht, wie sieht's aus mit den Sachen. Was haben wir hier unter noch? Steinkerzenprotokoll. Wir nehmen einfach mal alles mit. Hast eine Gemme, hm? Okay. Mittel. Lass ich lieber. Oder? Hab's geschafft, tatsächlich. Ist das gut? Ne, aber das nehmen wir mit. Okay. Gut, wenigstens etwas. Hier noch irgendwas? Ne, es sieht wieder wunderschön aus. So diese ganze Beleuchtung. Oi. Hier kann man runterspringen. Möchte ich das denn? Ich weiß noch nicht so richtig. Achso, ich wollte mir das noch durchlesen. Was habe ich bekommen? Gegenstände. Nicht irgendwas. Kodex, warte mal. Ein alter Stein, ne? Aber das war nicht. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht, also lese ich das mal vor. Schildringfeste, Einsatzbesprechung. Wir wurden von besorgten Bürgern in Gorhard und Diedenhill aufgefordert, die Etienne daran zu hindern, einen Kriegstrupp zu bilden. Die zweiköpfigen Grobiane können wohl zu einer ernsten Gefahr werden, wenn sie sich organisieren. Die Etienne scheinen sich um 4 Schamanen zu scharen, die einen Krieg fordern. Duxtir, Ansir, Merok und Suhl. Wenn wir sie alle töten, verläuft sich diese Bewegung im Sande. 4 Etienne zu töten ist an sich schon eine schwierige Aufgabe. Eine Armee zwischen euch und den Bastarden stehen zu haben, macht es nicht leichter. Doch die Zeiten sind hart. Wir brauchen das Geld. Es werden vermutlich nicht alle von euch zurückkehren. Doch das war der Eid, den ihr geleistet habt, und dies ist unser Auftrag. Mögen die Götter euch helfen. Okay. Steinkerzenprotokoll, genau. Protokoll der Steinkerzenminen. Aus den akribisch genauen Einträgen zu Arbeitsschichten und abgebauten Prismäre-Mengen stechen einige persönliche Einträge hervor. 3. Winter 203. Die Suchgruppe Secundus hat einen erstaunlichen Fund gemacht. Entgegen der Ergebnisse früherer Begehungen zeigen die Steinkerzenhöhlen in Alistar Zeichen einer seltenen Prismäre-Ader. Diese Kunde und einige Proben wurden per Kurier in das Forum nach Adessa gesendet. Die Antwort kenne ich bereits. Kauft das Land, tragt es ab, sprecht mit niemandem darüber. Nachdem alle mit dem Krieg beschäftigt sind, wird niemandem eine weitere Mine auffallen und wir werden ein Vermögen machen. 1. Frühling 204. Templer Octien hat nicht nur die Errichtung der Steinkerzenminen gefordert, sondern auch persönlich den Bau eines neuen Laboratoriums und alles da finanziert. Das sollte die nahegelegene Stadt davon abhalten, allzu viele Fragen über die Mine zu stellen, auch wenn wir ein zweites Protokoll führen, aus Vorsicht vor neugierigen Augen. Leider führt das zu einem bestenfalls laxen Berichtswesen. Man kann nur hoffen, dass sich dies nicht schlecht auf unsere Beurteilung auswirkt.
2. Herbst 207. Ein neuer Gelehrter ist heimlich, still und leise am Turm von Alistar eingetroffen. Ogdjen ließ Nachricht senden, dass die Forschungen von Formulus Hughes zu wichtig seien, um von Angelegenheiten des Tagesgeschäfts gestört zu werden. Er sagt uns aber nicht, worum es bei diesen Forschungen geht. Die Kobolde sind derweil weiterhin ein großes Problem und fallen regelmäßig am Höhleneingang unserer Arbeiter an. Wir haben zu wenige Prätorianer, um mit einem ganzen Rudel dieser Biester fertig zu werden, und ich werde gewiss nicht zulassen, dass sie hier unten Fergorta stationieren. Es ist schon schlimm genug, im Dunkeln zu arbeiten, ohne dass sich eins dieser verrückten Knochenwesen von hinten an einen anschleicht. 1. Frühling 210. Die ersten Verbindungsstollen zwischen der Mine und dem Turm von Alistar sind fertiggestellt. Sie müssen noch gestützt werden, aber bald können wir den Prismere geradewegs ins Labor bringen, ohne uns um Kobolde oder neugierige Außenseiter zu sorgen. Und gerade rechtzeitig, denn es gab Berichte, dass im nahegelegenen Wald Soldaten herumlungern. Wissen Sie denn nicht, dass die Front am anderen Ende der Feinlande liegt? Okay. Gut. Wir springen mal. Aua. Leicht. Na dann wollen wir mal. Und? Auch nicht. Tada. Nehmen wir mal. Ist aber gemein, dass hier vorne eine Falle platziert war. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie entschärfen hätte können. Ich bin halt noch nicht so bewandert in diesem Spiel. Oh Wunder, wenn ich es das erste Mal in meinem Leben zocke, ne? Oh, wieder hübsch. Aber die Musik macht mir ein bisschen Angst. Beziehungsweise sie macht mich ein bisschen paranoid. Wie unglaublich geil es einfach nur aussieht. Selten sowas Hübsches gesehen, echt. Richtig geil. Okay. Kam ich hier gerade her schon wieder? Ich würde es mir ja zutrauen. Nee. Hier habe ich immer noch mehr so eine komischen Sporen. Keine Reagenzien gefunden. Pff. Die habe ich aber schon getötet, wie es aussieht. Also. Ach, bin ich dumm. Ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, dass da hier Fallen liegen könnten. Ja. Das sollte ich mir irgendwie vielleicht angewöhnen, zukünftig ein bisschen besser darauf achten, wo hier Fallen rumliegen. Wow. Ist so wunderschön, echt. Also die ganzen... Jetzt kommen wir wieder zur Alistar-Lichtung. Und was genau hat mir das jetzt gebracht? Ich weiß nicht so richtig. Ich weiß es echt nicht, aber okay. Wir waren jetzt hier in dieser coolen... Mine? Ja, 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 ja. Ach, hier nehme ich doch nicht mein Schicksalsgedöns. Bin doch nicht wahnsinnig. Soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen hier. Hm. Jetzt bin ich am Überlegen, welche Quest wir jetzt uns angucken werden. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt eine Nebenmission oder eine Hauptmission machen möchte. Hier hat Agard seinerzeit mal seine Stunden zugebracht. Hier kann ich wieder nicht rein. Schade eigentlich. Ich finde das cool, wenn ich irgendwie schwimmen darf. Denn vor so einer mega hübschen Kulisse einfach stehen darf. Dass man wieder so mega schick ist. Naja. Wartet mal, kann ich das wieder ernten? Jupp. Blutaugen. Diesen Wissensstein hatten wir, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, sonst leuchten die auch so ein bisschen, ne? War das nicht so? Ja, jetzt sind wir quasi wieder in Gorhard. Da sind wir in Gorhard gelandet.
Ja, ich gucke jetzt mal in meine Quests rein. Didenhill, neue Feinde. Also das mache ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch nicht. Ach so, das war das mit dem, mit diesem Wolf, der verflucht ist, ne? Ja, Brücken bauen. Das hier, das machen wir jetzt. Nannes Lehrling finden. So, ab geht's dafür. Ich quatsche jetzt hier mit gar keinem, ich möchte einfach nur die Quest machen. Also, ich weiß noch nicht so recht, wo wir da lang können und wo nicht. Es scheint irgendwo Gegner zu sein. Viele Gegner. Was sind das wieder? Elfen? Ach, Bogart. Okay. Was? Ernten wir nebenbei noch ein bisschen was. Und Barnes. Ach, sind sogar drei. Ich dachte, es sind nur zwei. Bogart! Irgendwie erinnern die mich an etwas. Ich weiß aber jetzt gar nicht. War das Zelda oder so? Ach so, ja, ich kann mir hier wieder so ein Dings nehmen. Wo bist du? Ein Bär! Aber kein Problem für mich. So. Was können wir bei dir plündern? 30 Gold. Das ist natürlich auch ganz cool. Wow. Okay. Hier ist wieder so ein Agnofahrhall, okay, und? Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Feen über diese Steine sagen. Doch wenn es stimmt. Nun, das ist einfach zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lystrum war nicht in der Stadt, als Artal zu Besuch kam. Lystrum kennt Artal nicht. Und Artal ist älter und etwas seltsam. Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als Okay. Lystrum wieder in die Stadt kam, fand er dort Artal das Orakel vor. Ich sagte Lystrum, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ach, ihr hättet es sehen sollen. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufregender und einfacher machen. Doch eines dürft ihr nie vergessen: Er darf kein Hühnerfleisch essen. Gelegentlich muss er nach Dingen auf dem Boden picken und jeden Morgen mit der Morgendämmerung wird er einen lauten Schrei ausstoßen. Okay. Was zur Hölle? Hier können wir was plündern. Ah, wenn's schwer ist, lasse ich's lieber. Also, ich würde es vielleicht hinkriegen, weiß ich nicht, aber ich traue mir das jetzt noch nicht so zu. Hier kann ich noch einmal Glutaugen ernten. Zack. Haben wir direkt gemacht. Dann wollen wir mal hier reingehen. Agnurfahall. Okay. Dann schauen wir hier mal, alter Schwede. Das ist auch wieder so wunderschön mit diesen geilen Blumen hier an der Seite. Was haben wir hier? Seeflachs. Habe ich aber schon ein paar Mal gefunden, beziehungsweise von Gegnern erhalten. Okay. Was haben wir hier? Himmelsblüte. Kann ich auch noch nicht ernten. Na, man muss ja mal ausprobieren. Okay, hier ist es ziemlich neblig. Bevor ich zu den Typen hingehe, möchte ich mich hier erstmal kurz umgucken. Okay, da geht es augenscheinlich weiter. Aber okay, dann gehen wir hier erstmal hin. Was soll das? Lass mich. Und nerv nicht. So. Dietrich. Und. Tada. Ja gut, nehmen wir mit. Was ist mit dir? Red mit Karl Hilfried. Ja, komm, steh auf. Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnurfahrhall von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm?
Es ist nicht viel bekannt über diese Fabelwesen der Ordnung. Sie haben die Welt vor langer Zeit verlassen. Und Ruinen wie diese sind ein Symbol ihrer Herrlichkeit. Ich hatte gehofft, die neugierigen Dorfbewohner durch das Verbreiten von Geschichten über Geister und Unholde daran zu hindern, hier weitere Erkundungen anzustellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin in der Alchemie bewandert, aber es hat mir nie Wohlstand oder Respekt eingebracht. Ich werde in diesem Leben nur dann zu Ruhm kommen, wenn ich zur Roten Legion gehöre. Wie so viele andere in Gorhard ist sie unfassbar ignorant. Sie sieht nur, was sie sehen will. Ich bin ihr pflichtbewusster Schüler und sie ist meine weise Mentorin. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge, die sie selbst erzählt. Sie wählen sehr bedachtsam aus, wen sie in ihren Rängen aufnehmen. Und sie standen meiner Mitgliedschaft zunächst ablehnend gegenüber. Bis ich ihnen von Nanne erzählt habe. Ihre Entdeckung wird den Rat hier einen hohen Preis erzielen. Und könnte sogar diesen unglückseligen Krieg entscheiden. Aber das ist für mich ohne Bedeutung. Ich will einfach nur einer der Roten werden. Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es tut mir leid. Oh wow. Ach, ihr seid doch süß. Ich soll mein Gebet sprechen? Eher ihr, oder? Bogenmensch der Roten Legion. Geh mal weg hier. Glaub's ja nicht. So, okay. Was war jetzt? Okay, sehr schön. Habe ich die Quest damit jetzt erledigt? Wartet mal. Transportkisten zerstören. Ach so, okay. Deswegen sind diese ganzen Sachen hier jetzt auch so. Hier vorne sind noch welche. Aber ich gehe hier erstmal mit rein weiter. Da sind aber auch noch Gegner. Wie ja auch gar nicht zu erwarten war. Seid ihr bereit? Zack! Zack! Bumm! Ach Mensch, ihr seid so süß. Ihr seid so goldig. Goldig und ich sammle Gold auf. Oh, das war jetzt so geil, ja. Okay. Überall so kleine Feuerstellen, das ist schon süß ein bisschen, finde ich. So, die nächsten Kisten warten bestimmt. Ernten, ja, nee, das lassen wir mal. Cool, habe ich einen Critical gelandet, sehr gut. Und nächster. Gut. Och, ist dein Pfeil an mir vorübergezogen. Ah, jetzt hast du mich getroffen. Och, wenn du mir direkt einen Pfeil ins Auge schießt, Kumpel, das bringt dich auch nicht weiter. So. Erstmal wird die Olle hier geplündert. 22 Gold, ja, haben oder nicht haben, ne? Ne, okay, da geht's nicht weiter. Also, beziehungsweise geht's zurück. Aber ich will ja hier weiter vordringen. Was ist das überhaupt? So eine Säule? Ist hier hinter noch irgendwas, was man irgendwie plündern kann oder so? Oder so eine schicke Truhe? Hätte ich auch gar nichts gegen einzuwenden.
Auf der Seite auch nicht. Nein. Okay. Also dringen wir weiter vor in diesem komischen Ort. Das ist aber auch schade, dass wir den jetzt umnieten mussten. Okay. Was ist das hier eigentlich? Sterndiesel. Konnte ich mir nehmen. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Hinten sind wieder einige von denen. Die Geräusche sind eklig. Was sind das? Quicht. Kommt her, ihr kleinen Wichte. Okay, nein, kommt lieber nicht her. Wow. Und BOM! Geh weg. Vergiss es. Nö. Geh weg. In diesem komischen Angriffsmodus sind bloß nicht irgendwie zu nahe kommen. So. Ihr Wichte. Ist ja schnucklig. Gibt's nichts zu plündern? Schade. Ach, haben die welche umgenietet von denen oder was? Sind nicht besser. Aber trotzdem. Cool, dass es das gibt. Wie sieht's hier aus? Obwohl, wisst ihr was? Ich nehme es mit und verkaufe das dann einfach. Ha! So bin ich. Das ist ja auch eine Idee, oder? Sieht's aus? Plünder und Ruhe. Wie sieht's hier aus? Auch nicht doll, aber ich nehme es trotzdem mit, weil man es verkaufen kann. So, und hier ist nichts? Warum ist hier nichts? Was soll denn das? Hier haben wir wieder diese Lähmungssporen. Hier ist nichts. War also eine Sackgasse, na super. Okay, dann rennen wir wieder zurück und gucken uns da weiter um. Also, ist ja augenscheinlich alles in dieser komischen Höhle hier drin. So. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Die übliche Frage. Ich gehe hier mal lang. Augenscheinlich war ich hier aber noch nicht. Und? Muss denen dann halt irgendwie so ein bisschen ausweichen. Kommen sie? Schade. Weg! Weg! Und BUM! Okay, aber die gehen halt auch. Wicht. Ich nehme einfach alles mit. Wir nehmen einfach alles mit, wie gesagt. Also solange ich noch ein bisschen Platz im Inventar habe, machen wir das. Okay, dann ist noch ein Wicht. Wichti Pichti, komm her. Na. Bom. Sehr schön. Fernkampf finde ich immer wieder geil. Habe ich nichts gefunden, aber schade eigentlich. So, hier haben wir wieder Leichnam. Ich nehme alles mit. Hier haben wir einen weiteren Wissensstein, wie es aussieht. Nehmen wir auch gleich. Was haben wir hier? Was ist das? Aalblatt. Kann ich nicht ernten? Beziehungsweise kann ich schon ernten, kommt aber nichts bei rum. Okay, Wissensstein aktivieren. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom.
Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Okay. Ah, trotzdem einen weiteren Stein gefunden. Ich weiß nicht, ob die irgendwie noch eine Bewandtnis haben im Laufe des Spiels. Also außer, dass man irgendwie so ein paar Nebeninfos bekommt, die man vielleicht nicht hätte, wenn man jene Steine eben nicht finden würde. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von diesem Ort hier halten soll. Okay. Ist das wieder Rote Legion? Ja, oder? Blut. Weg. Die sind so goldig irgendwie. Ja. Ich habe bald ein neues Level-Up, was ich ja sehr begrüße. Hier ist nichts, aber hier müssen ja irgendwo mal weitere Truhen sein. Diese gewissen Kisten hier. Nix, wartet mal, war hier hinter jetzt noch was? Nee, okay. Sehr schade eigentlich. Aber okay, wir gehen weiter. Da hinten sind Gegner wieder irgendwo. Hier unten wahrscheinlich. Wichte. Nee, keine Wichte, Quatsch. Wie, ich treffe nicht, was ist das denn? Getroffen. Na, trefft ihr mich hier? Nö, finde ich gut. Der winzige Schaden, der von denen da ausgeht, ey. Ah, schade. Da war die Bande im Weg. Okay, der erste ist umgenietet. Ach Mann, hallo. Warum kriege ich den jetzt nicht angegriffen von hier? Das finde ich doof. Hä? Ach so. Kann ich da gar nicht hin? Muss ich da von einer anderen Richtung kommen oder wie? Na, das ist ja auch cool. Kann ich denn von hier vielleicht irgendwie so? Ja, ich kann von hier. Bringt mir aber nichts, weil ich da nicht runterkomme. Augenscheinlich. So, ich habe jetzt gerade keine Pfeile mehr. Köcher, jawohl. Bom. Und die sind auch im Nahkampf kein Problem. Jetzt verpisst er sich. Feige Stücke. Na, komm's. Jetzt kommt er wieder dichter. Na, komm. Na, komm dichter. Keine Ahnung, wo er jetzt abgehauen ist, aber... Wie komme ich da unten hin? Ich komme hier ja nicht rüber irgendwie. Das ist natürlich doof. Kann ich irgendwie runterhüpfen? Auch nicht. Muss ich jetzt hier an der Seite runtergehen, oder wie? Nee, von da kam ich doch, oder nicht? Ich bin verwirrt. Direkt hier drunter ist quasi was. So kann ich hier rüber gehen vielleicht. Nein, von hier kam ich so rum. Von hier kam ich, also gehe ich jetzt hier lang und hoffe, dass ich jetzt dann den Weg nach unten finde. Der mich dann in diese Höhle da bringt. Diese coole. Sind hier wieder Fallen irgendwo auf dem Boden? Muss ich wieder aufpassen. Oder andere Fallen. Ich weiß ja nicht, was es hier noch so für Fallen gibt. Wir hatten ja schon so komische Elektro-Dinger gehabt, die so Blitzschaden quasi gemacht haben. Das war auch sehr praktisch, dass man da oben so eine coole Schützenposition hatte. Alles cool. So. Perfekt. Jetzt ist man quasi hier unter. Wir machen hier alles kaputt. Alles, was geht. Anleitung zum Ärger. Hier geht's auch noch weiter. Da gucken wir auch gleich nochmal. Sterndistel. Hätte ich mir klemmen können. Okay, das wusste ich jetzt aber nicht mehr. Okay, hier unter ist noch so. Und da ist auch noch wieder so ein Wissensstein. Und eine Truhe zum Plündern.
Gut, das war jetzt wirklich nicht schwer. Reparaturkit. Cool. Nehmen wir alles. Alles, was geht. Nehmen wir uns mit. So, und du? Diese Mauern sind gewachsen. Wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten. Die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele. Doch, man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Mhm, okay. So, jetzt ist die ultimative Frage, wo gehen wir lang? Da lang. Ich gehe erstmal hier hin. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung ist, aber hier kommt man irgendwie raus. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich jetzt hier lang gehe? Nach Oderrad. Ne, da will ich jetzt gar nicht hin. Aber trotzdem sehr interessant, dass wir hier dann wieder einen anderen Ort betreten können. Ich will aber diese komischen Kisten da zerstören. Warte mal, hier haben wir wieder so eine komischen Lähmungssporn. Hier kam ich her, ne? Das ist dieser Weg. Okay, aber irgendwie muss es doch einen Weg geben, auch die anderen 6 Kisten, glaube ich. Ich glaube, es waren noch 6, ne? Zu zerstören, oder nicht? Ja, bestimmt wieder die Hälfte übersehen, wie ich halt so drauf bin. Da war nix. Alles klar. Ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen der Map zu folgen. Huch. Falsch. Hier lang. Was aber ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wohin dieser blinkende, pulsierende Kreis da führen soll. Ich bin auch gespannt, wie Nanne darauf reagieren wird, wenn wir ihr mitteilen, dass ihr Lehrling ihre Formel quasi weitergegeben hat. Warte mal, kann man das eigentlich hier auch sehen? Ach nee, nicht hier, sondern hier. Die sind hier allesamt in Oderrad. Wie es scheint. Muss ich dann jetzt hier weiterlaufen? In die Richtung? Da geht's ja augenscheinlich weiter. Die scheinen ja dann wirklich ein Oderrad zu sein, diese ganzen Kisten. Also müssen wir augenscheinlich uns auch dahin bewegen, begeben, wie auch immer. Es ist auch so ein bisschen neblig alles. Sehr, sehr unbehaglich. Okay, aber wir gehen jetzt hier mal durch und das ist dann auch Oderrad. Aber augenscheinlich ein anderer Ausgang. Okay. Du bist tot, oder? Ich glaub schon. Ach, das sind diese komischen Bogarts, oder? Naja, die Bogarts. Das klingt wie eine komische Familie oder sowas, aber das sind halt die Bogarts. Hinterlassen die irgendwas? Ja, hier. Sehr schön, noch was? Nö. Wir können das hier nochmal nehmen. Gehen wir hier oben lang. Was haben wir hier hinten? Was ist das? Ein Bär. Und einer noch. Brauchen wir uns gar nicht im Nahkampf mit dem anlegen, obwohl selbst das kein Problem gewesen wäre. So. Cool. Sieht wieder sehr schön aus hier. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Glutauge mit. Okay, da oben sind wieder Gegner, wie es aussieht. Bestimmt Elfen oder so ein Scheiß. Nein. Rote Legion. Ich sehe es schon wieder. Hallo, ich möchte plündern. Kann ich das? Oh, geil. Man kann während eines Kampfes nicht plündern. Und? Und bist du süß? Schleichst dich an? Ist ja knuffig ein bisschen. So, kann ich jetzt? Ja, danke.
Okay, da ist ein anderer Gegner. Was ist denn das hier? Für eine Weichkrabbelpulver. So sieht diese Pflanze dazu also aus, okay. Was ist denn damit gemeint? Und zack, bumm. Geh mal weg hier, du störst ein bisschen. Nehmen wir alles mit, versteht sich. Ach nee, der gilt gar nicht jetzt als Gegner. Okay. Dann nicht. Da hinten sitzen aber welche, oder? Und zack. Bumm. Peng. Ich brauche jetzt... Huch. Wulflack. Haben wir nicht mal mit so einer Wulflack gesprochen? Naja, Stufenaufstieg. Ich habe einen Stufenaufstieg. Das ist aber schön. Stufenaufstieg. Yay. Dann wollen wir mal weiteren Sinnesschärfe skillen auf jeden Fall. 3 Punkte verfügbar. Was war das? Zepter und das hier war Stab. Aber sowas hier... Da kann ich nicht höher skillen, also... Machen wir mal Zepter, Stab. Okay, jetzt kann ich hier rein. Sehr schön, können wir nochmal? Sehr gut, was hatten wir hier? Dafür brauche ich... Okay, was ist hier so? Chakram? Ne, aber sieht gut aus, auf jeden Fall nehmen wir. Hüter. Mit diesem Schicksal kannst du dich in den Nahkampf stürzen und jegliche gegen dich verwandte Energie in eigene magische Kraft umwandeln. Du verfügst über eine natürliche Resistenz gegen schädigende Zauber und kannst einen Teil des... Das ist natürlich auch cool, ne? Aber das gefällt mir dann doch besser. Aber trotzdem. Sehr gut. So, schwarzer Kohorsch, noch einmal schnell geplündert, geerntet, wie auch immer. Liegestütze machen, wenn ich angreife, ist ja süß. Ihr seid überhaupt keine Herausforderung, wisst ihr das? Ja, ja, ihr solltet mal sterben jetzt. Er stört nämlich. Also Leute, wisst ihr, so kriegt ihr mich nicht. In keinem Fall. Geht mal weg. Vielen Dank. Zerstören. Zack. Okay, was haben wir hier? Wir nehmen einfach alles mit erstmal. Ich kann es dann immer noch im Plunder hinzufügen oder. Bisschen Gold nebenbei noch mitnehmen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Da kann man immer schöne Sachen von kaufen irgendwann. Hier ein bisschen shoppen gehen, wo ich ja so der Shopping-Mensch bin. Okay. Gut. Okay, haben die hier ihr Lager oder was? Kann man hier reingehen? Warte mal, was haben wir hier? Aalblatt. Hm. Sreng bezwang im Kampf sie ehrlich, den Fenian-Kreislauf warte. Der Lohn, ob er konnte die Maid wohl entzücken, nichts als schwere Last auf ihrem Rücken. Sie lebte unter Sterblichen und handelte mit ihnen. Die ganze Stadt in Furcht nun stand vor ihr und ihrer starken Hand. Okay. Aber ich würde mal sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal kurz eine Pause und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss!